Hallo Leute, willkommen. Eine neue Folge Far Cry Primal. Und hier seht ihr die Wasserfälle von was auch immer Land. Ja, wir sind hier oben jetzt. Ich will ja dahin und diesen Ort entdecken noch oder herausfinden, was da ist. Und muss hier anscheinend so ein bisschen den lang. Es ist da hinten, aber gerade durch geht's hier nicht. Ja. Und wir folgen jetzt einfach mal dem Weg. Sieht im Übrigen auch echt cool aus. Also das muss man sagen. Wasserfälle sehen schon recht toll aus. Da hört es auch rauschen. Der Blick schweift über die Gegend. Du, genau. Was auch immer du hier gerade gesehen hast, ist jedenfalls weggerannt. Den Hirsch nehmen wir mit. Guck, danke. Oh. Also manchmal ruckelt es so ein klein bisschen. Das finde ich dann schwierig. Und das ist ja auch cool da oben. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, der Jaguar oder was immer das ist. Nehmen wir mal eine Dusche. So, hüpp. Vergnügt sich jetzt erstmal mit dem. Mit den Hirschen da. Und wir wollen da vorne dann hin. Das treffe ich nicht. Weiß ich ganz genau. Ist da sonst irgendwas? Gibt's Blutspuren dran? Okay. Blaublatt nehmen wir mit. Wenn wir hier sehen, ist hier irgendwas? Oder ist hier ein Wasserfall? Hinter dem Wasserfall gibt es doch bestimmt was. Nee, ich glaube, sowas ist hier nicht eingebaut. Doch, man kommt tatsächlich hinter den Wasserfall, aber es ist nichts. So. Da er nicht schwimmt, unser Höhlenlöwe, ist der hier geblieben. Und jetzt gehen wir hier mal weiter. Ist jetzt nicht mehr allzu weit. Ich glaube, ich habe zumindest noch mal getroffen. Na komm, zeig dich. Da haben wir noch. So, ja, genau. Matzka-Grube, Ort entdeckt. Okay. So, da oben ist irgendwas. Hier geht ein Weg lang. Kommen wir hier hoch. Ja. Nun klettern wir mal da hoch. Kann ich hier auch klettern? Ja. Das ist eine Höhle. Oh, jetzt sind wir hier oben. Machen wir die Höhle zuerst. Drin. Aber zu sehen ist da keiner, oder? Gibt es um die Ecke rum? Gucken wir hier mal lang. Hast du eigentlich noch mit? Ja, tatsächlich. Was sind denn das hier für Steingebilde? Guck mal da durch. Guck mal ins Wasser rein. Da drüben wieder raus. Ach so, da oben kommt man vermutlich gar nicht rüber.
Ja, ich hoffe nur, hier gibt es keine Krokodile. Also. Jetzt sind keine Seen, dann schwimmen wir mal rüber. Ups, und raus. Hoch. Also eine kleine Wurzel reicht einem dann auch, natürlich. Ja. Er kommt da drüben. Was auch immer. Ist auch nicht so schlimm. Und der jetzt einen anderen Weg. Mal hochklettern. Was? Höhle, aber gibt es da irgendwas in dieser Höhle? Tasche? Was ist er denn jetzt? Da unten. Da unten ist er. Wie auch immer er jetzt da hingekommen ist. Komme ich hier irgendwo hoch? Da. So. Hoch. Muss man diese Höhlensache anzünden? Ne, muss man nicht. Okay. So. Gucken wir mal weiter. Also, jetzt bin ich hier draußen quasi bei dem Wasserfall. Fahren wir nicht da hoch? Das sind wieder Schildkröten. Schildkröten kann man auch töten, das scheint aber nur Fleisch zu geben. Wo ist denn hier dieser Beutel? Oder ist der in der Höhle drin? Also, das ist so ein bisschen so, hier scheint es noch irgendwas zu geben. Also, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das alles ist. Das wäre ganz schön wenig. Da drüben. Da drüben war ich noch nicht. Richtig? Wie komme ich da runter? Komme ich da hin? Weil sonst wäre ja in dieser Höhle hier gar nichts. Lunch. Einmal ins Wasser geflumst. Daran hoch wieder. Wie komme ich da rüber? Plansche ich hier ein bisschen im Wasser rum. Vielleicht geht die Höhle da hinten auch noch weiter. Na, mein Gutster. Mal gucken, ob es hier irgendwo noch was gibt hier hinten. Aber hier ist die Höhle anscheinend zu Ende. Hier hoch am Baum. Oben. Was ist das für ein Effekt da? Weil hier komme ich auch nicht hoch. Okay. Also hier hoch. Nochmal. Und da hoch. Und da lang. Dann. Ach so, muss ich da rüber? Wie komme ich denn da rüber, bitte? Sehr merkwürdig. Das muss man mal ausprobieren. Also da drüben gibt es noch irgendwas, weil sonst wäre diese Höhle ja tatsächlich sehr merkwürdig, weil da sonst wirklich nichts ist. Also zumindest nichts, wo ich bis jetzt denke, da ist, also da war ich, da oben war ich. Da drüben bin ich reingekommen. Da hinten ist aber auch noch irgendwas. Das könnte auch noch so aussehen wie Was ist hier? Ein bisschen Bammel, weil wenn ich hier runterfalle, dann
Nee. Hat funktioniert. Durchsuchen. Tasche für diesen Gegenstand bereits voll. Genau. Tasche ist voll mit Fleisch. Da hinten gibt es noch was. Aber da wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich da hinkomme. Aber da gibt es zumindest eine Tasche noch. Und ich muss jetzt hier wieder mal baden gehen. Das haben wir ja schon gehabt. Hoch? Nee. Auch nicht. Na komm, kletter mal hoch. Nicht springen, wenn du Klettern anzeigst. Aber da komme ich auch nicht hoch. Also irgendwie ist da oben anscheinend noch was, aber nichts, wo ich wüsste, wie ich... Oder vielleicht ist es auch einfach nur Hintergrund. Kann natürlich auch sein. Weil das ist hier schon relativ nah. Weil guck mal da hin. Guck mal da hin. Gut, warte, hier hoch. Bitte. Ich bin gerade verwirrt. Das sieht so aus, als ob man da hinkommen könnte. Weiß nur nicht wie. Okay. Komisch. So, dann sind wir hier wieder draußen. Ich mache mal eine ganz kurze Pause, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe es versucht, ich habe geguckt, ob ich da irgendwie noch anders langkomme. Bin auch hier oben ein Stück lang gekommen, aber ich habe keine Ahnung. Ich bin da nicht reingekommen, ich habe da auch sonst nichts gefunden. Deswegen tut's mir leid. Allerdings habe ich gerade hier noch gesehen, hier gibt es noch schöne Wandmalereien, ja, falls jemand noch einen Wandteppich braucht. So, und damit ich mir den ganzen Weg zurückspare, gehen wir jetzt einfach per Schnellreise hier hin. Ich habe auch gesehen, hier gibt es noch eine Deja-Hand und dann machen wir das Ding und dann gucken wir mal hier noch. Ja, aber erstmal Schnellreise, so, ja. Weil, ja, wenn man sie hat, kann man sie nutzen. Also mal gucken. Ach ja, diese lila Blatt, die gibt es im Übrigen nur nachts. So. Wo ist denn? Ach so, vielleicht mache ich erstmal die Deja-Hand hier. Die ist dann da. Und vermutlich irgendwo unten oder so. Mal gucken. Ja, das mit dem Abseilen kann ich noch nicht, weil ich weiß nicht, Handwerk. Wer mir die Kletterkralle beibringt, vielleicht hier, der etwas lustig aussehende Typ, der da, okay, gut, das heißt, ich muss jetzt entweder da runter springen ins Wasser oder irgendwo außen rum laufen. Bammel, dass ich da unten auf Felsen zerschlage. Aber wisst ihr was? Ich meine, im Endeffekt werde ich hier wieder auferstehen. Also, Kamikaze, juhu, und patsch. So. Wo ist die Deja-Hand? Da ist sie doch. Hat funktioniert. So, super. K, Fähigkeiten plus 1. Schön. So, gut. Und dann wollten wir aber eigentlich genau in die Gegenrichtung oder ziemlich in die Gegenrichtung dahin. Hallo. So, und dann gehen wir mal los. Ich hoffe, dass ich hier hochkomme. Ja. Sind diese Oma.
Aber nicht mehr lange. Ja, nicht mehr lange. So. Bitte nur gerne meine Pfeile wieder. Und ist der andere? Hä? Ach du, da. Gucken, ob es irgendwas... Nee, natürlich nichts Interessantes. Mach mir mal noch zweimal Pfeile, was dann gleich 4 Stück sind. Das ist ganz praktisch. Dann gehen wir jetzt hier in die Richtung. Was ist das? Das ist kein Bär, oder? Was ist das? Da brennt der Wald. Nein, da brennt nicht nur der Wald, da brennt irgend so ein Vieh. Und da sind Wölfe und... Das war sowas von nicht getroffen. Welches hatte ich denn angeschossen? Hatte doch eins angeschossen. Aber welches davon? Der ist da. Da steckt schon ein Pfeil drin. Na toll, jetzt rennen die weg. Okay, das haben wir erledigt. Brust ab, bitte. Jack. Oh, cool. Jackfelle brauchte ich für irgendwas. Irgendwas in meinem Dorf, dafür brauchte ich Jagdfälle. Ich erinnere mich. Aber, ja. Eigentlich sind wir unterwegs in die ganz andere Richtung. Ihr kennt das. Zumindest bei mir. Achso, genau. Ich wollte. Die Frage ist, muss ich unten oder oben lang? Das ist für mich gerade nicht so ganz klar. Ihr seid jetzt nicht, ihr habt den Wald angezündet. Das hoffe ich ja wohl mal nicht. Ja, wir gehen ja schon. Erstmal Feuer löschen hier. Was essen. Schaden genommen? Nö. Okay, gut. Alles gut. So, jetzt weiß ich nur nicht, wo das Jack hin ist. Die Wildschweine. Guck mal immer auf die Karte. Also ich bin eigentlich immer noch hier. Bin noch gar nicht weit weg. Wirklich. Ich wackel nicht einfach den Wald ab. Das gibt's aber nicht.
Ja, legt euch mal den Bären an. Genau, macht. Okay, ist mir gerade egal. Mist. Ich muss hier mal außen rum. Mir brennt's gerade alles. Hat denen niemand gesagt, dass man im Wald kein Feuer machen darf? Mann, 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 Mann. Ich habe keine Pfeile mehr. Mal Pfeile machen. So. Holz einsammeln. Nicht, dass wir hier für das Venja ein... das Holz haben, das wäre nicht gut. Hallo? Wo ist das? Hier ist das. Da unten? Macht ihr denn da unten? Habt ihr euch eine Hütte gebaut hier? Reden. Wildschweinier. Wo müssen wir hin? Wo muss ich jetzt hin? Hier, die Wildschweine wehen hier? Da, ernsthaft? Nee, 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 das lassen wir mal. Wir gehen mal zu dem hier. Der ist ja auch gleich um die Ecke. Dann können wir die in unser Dorf bringen. Das wäre auch ganz cool. Wobei ich gerade am Überlegen bin, das vielleicht für nächstes Mal zu lassen. Ich glaube, das werde ich mir aufheben für nächstes Mal. Weißer Jaguar. Drüben ist auf jeden Fall irgendwas, was wir noch mitnehmen sollten. Nordschwarzstein. Oder ist das ein Höhlenlöwe? Schieß schon wieder meine ganzen Pfeile hier. Und der haut ab sonst wohin. Warte mal, ich wollte hier erst noch... Ach, da ist nur Schiefer. Nehmen wir trotzdem mit. Hier ist alles rumgerannt gerade.
Okay, jetzt haben wir den. Dann können wir mal gucken, was das ist. Höhlenlöwe, ja. Und... bist du das Wildschwein? Hier gibt es jedenfalls wieder so einen Schwarzstab, den nehmen wir auch mit. Da rennt irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn hier? Das ist hier über dem Lager da. Da unten. Da unten. Durchsuchen. Südpurpurblatt. Okay. Da ist schon der ganze Wald verbrannt. Ziegen. Okay. Gut. Jetzt noch so ein Jagd, mal gucken. Dann machen wir noch ein bisschen Jagd, Jagd. Wenn er sagt, wo es hin ist. Hä? Wo ist es hingerannt? Bin verwirrt. Da ist eins. Aufpassen, nicht, dass es auf einmal ein Bär ist. Gut, schön, ein Kopfschuss. Ich weiß nämlich nicht, wie viele von diesen Jagdfällen ich brauche. Da wird's kalt. Weißes Jack. Nicht wegbringen. Hey, warum treffe ich nicht? Warum haben die... Der erste hat getroffen. Die anderen nicht. Oh Mann. Können wir das nächste Mal vorher sagen, ob meine Tasche bereits voll ist? Wo ist es hin? Da vorne. Hab's gesehen. Kopfschuss! Wow! Seltene weißen Jagdkröten. Cool. Okay. So, was haben wir denn da für einen Unterschlupf?
Achso, das ist er hier wieder. Okay, ich habe mich gerade gefragt. Hey. Da oben waren wir vorher. Okay, so, ich mache jetzt Schluss für heute und mit dieser Aufnahme. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.